Hallo Freunde und willkommen zurück zu einer neuen Folge von Road to Number One. In der letzten Episode habe ich euch ja mein Team vorgestellt. Wenn ihr den ausführlichen, ich sag mal, Team-Report sehen wollt, dann schaut euch diese Folge an. Das ist quasi mit dort drin, der geht ein bisschen länger als normalerweise. Und heute spielen wir einfach das gleiche Team wieder. Und ja, letzte Folge hat es eigentlich sehr gut funktioniert. Und vor allem Drike Falo hat gezeigt, was es drauf hat. Einmal gegen Garchomp mit dem Terra Steel. Walled Garchomp einfach richtig, richtig gut. Und gegen Dondozo auch. Mit der Crit-Strategie hat einfach super funktioniert. Und genau. Dann würde ich sagen, ohne weitere Umschweife versuchen wir heute einfach das zu reproduzieren, was da letzte Folge gut funktioniert hat. So, da geht's ran gegen Megan. Quest of the Day heute ist, welche Pokémon-Generation hat eurer Meinung nach die beste Art? Also damit meine ich die besten Art-Style. Ich weiß, seit X und Y mit dieser Dreidimensionalität und so weiter hat Pokémon einen großen Schritt vorwärts gemacht, was die Battles angeht vom Aussehen her. Aber ich muss sagen, ich liebe Pixel-Art und ich finde Generation 5 hat genau die beste Mitte gefunden zwischen Animation, Bewegung, Dynamität und ja, eben dieser Pixelart. Deswegen ist für mich Generation 5 die beste Art. Lasst mir in den Kommentaren wissen, was euer Lieblings Artstyle ist. Und jetzt geht's hier ins Battle rein mit Quackwabe. Sieht man jetzt dann doch öfter, ne? Volcarona, Glimmora, Goldengo, Excalibur und Ramurx. Ich glaube, hier ist wieder Tauros sehr gut. Glimmora ist nervig, aber Glimmora ist auch gut, ne? Ich möchte den Intimidate aber rausbekommen. Danach kann ich alle mal switchen. Wir machen das so. Zumarill brauchen wir, glaube ich, und dann nehme ich noch Kilowattwohl mit. Kilowattwohl in the back kann ganz gut sein, weil ein Sash ist immer gut in the back zu haben, weil man damit ja immer in einem Late-Game-Situation zwei Attacken rausbekommt. Und der Tailwind ist natürlich auch gut, wenn das Gegner Gramox irgendwie schon besiegt ist oder so und ich dann den Tailwind rausbekomme, ist perfekt. So, Gegner geht ja Glimmora. Cleverer Lead. Jetzt die Frage, drückt er Taunt mit Mirko? Hat er überhaupt Taunt? Ich könnte natürlich auch Terra Darken, dass er nicht taunten kann. Wir haben hier leider nicht so einen guten Switch in, ne? Vielleicht muss ich ja tatsächlich direkt Terra Darken. Was würde denn sonst passieren? Er geht am nächsten Zug nochmal Earth Power, da kann ich switchen, aber wenn ich jetzt getauntet bin. Ein Problem, wirklich. Ist es trotzdem nicht wert. Ja, da kann so viel passieren jetzt halt. Na, jetzt. Terra Dark sind wir natürlich immun gegen die Strolch-Fähigkeit. Da ist der Verhöhner schade. Mist. Und jetzt kommt wahrscheinlich noch die Erdkräfte. Ja. Okay. Wie retten wir uns aus der Situation? Wir können natürlich Terra kristallisieren. Also wir müssen jetzt hier Terran. Dann kriegen wir 4 Damage raus im nächsten Zug. Ja. Wir müssen aber Nahkampf drücken. Und dann switchen wir dazu mal. Wir dürfen das Pokémon noch nicht besiegen, weil wir brauchen Tauros dann später für Goldengo und so. Ach, das ist eklig. Ja, da hätte ich Terra Darken müssen. Ich hab's ja überlegt, ich hab's ja gehört, aber so early zu Terran mit so einem kontrolllastigen Team und dieses gute defensive Typing von Immungus aufzugeben, habe ich nicht getraut. Aber wäre gut gewesen. Also hätte mir wahrscheinlich nicht direkt das Game gewonnen, aber mich in eine sehr, 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 sehr gute Lage gespielt.
Schwerenkraft, oh ja, yeah, okay. Okay, das ist natürlich jetzt ziemlich gut gewesen von ihm. So, die Toxic Spikes sind hier nicht so wichtig, weil wir können ja immer Amoongus rein switchen. Und Lovatol, wenn wir das rein switchen, ist auch nicht so schlimm. Einwechseln. Ich könnte mir vorstellen, dass das Glimmer jetzt errat. Ah, das liegt nicht so gut. Ich glaube, ich möchte das Mirko besiegen, weil dann können wir nächsten Zug mit Amoongus machen, was wir wollen. Toxic Spikes sind jetzt weg, weil wir ein Gift-Pokémon eingeswitcht haben. Der Terrat. Und er kriegt aber wahrscheinlich Sludge Bomb. Also wir tanken die Sludge Bomb jetzt. Und der nächste Zug muss er aufpassen. Das Gute ist, jetzt ist er sehr kann er sehr effektiv von Pollenknödel gehittet werden. Das ist die Matschbombe, ja. Aber die tanken wir sehr gut weg. Ein Gift. Schmarotzer auch in der Zumarill. Das ist sehr riskant gewesen. Volltreffer, okay. Wir hitten den Knüppler. So, das Problem ist, jetzt kann natürlich was reinkommen. Das Amoongus überlebt wahrscheinlich hier nicht. In das Wachs-Qualität. Alle Pokémon so low von mir, ne? Zwei Runden Tailwind, aber das Gute. Ja, das Gute an 200 Tailwind ist, ich kann danach reinkommen und alles outspeeden. Wir bringen jetzt hier Schutzschild. Und Knuddler. So muss er jetzt uns mit Glimmer besiegen. Nächsten Zug kommt Tauros rein. Intimidate Bugs Calibur, das heißt, er muss Amoongus doublen. Irgendwie so. Okay. Eiszapfhagel, aber das überleben wir ja locker. Okay, jetzt ist die Frage. Also, sehr wahrscheinlich greift er das Amoongus hier an. Frage ist nur, muss ich es riskieren? Ja, wir wissen nicht, was noch in der Back ist, ne? Wenn der Quarkwabble in der Back ist. Obwohl, eigentlich kann ich wahrscheinlich wirklich einfach Tauros hier protecten. Und Pilzsport drücken. Weil das Ding ist, ich kann danach Nahkampf in Bugs Calibur drücken. Ich outspeede und kille. Airslash in Glimmer und alles, was reinkommt. Also ich glaube, das Game ist einfach sehr sicher. Ich muss jetzt hier nicht readen, auch wenn es sehr obvious ist, dass der Gegner jetzt hier doubled. Okay, er doubled nicht. Was kommt hier rein? Quarkwabble? Goldengo. Ja, Goldengo ist auch, denke ich, kein Problem. Ah, Goldengo könnte ein bisschen nervig sein, wenn er protected. Okay, gut, dass wir protected haben. Ja, ist natürlich immun gegen die Spore durch den Goldkörper. So, jetzt ist aber der Tailwind vorbei und jetzt drücken wir Pollenknödel und Flammenblitz. Ich glaube, es ist nicht Scarf Goldengo. Nein, perfekt. Das stirbt. Keine Chance, das zu überleben. Okay. Oh, wir sterben auch. Das ist ärgerlich. Das hätte ich nicht gedacht, dass wir schon am Rutschschuss sterben. Oh nein, weil jetzt nimmt unser Amoongus nämlich einen Hit. Und jetzt überlebst du den Eiszapfhagel nicht mehr. Und das killt auch nicht. Eieieiei.
Belastend, belastend. Jetzt die Frage, was greift er an, ne? Greift der Kilowattful an oder greift der Amoongus an? Ich sag einfach, er greift Amoongus an. Wir müssen sie jetzt callen. Wir müssen sie jetzt callen. Kommt der Donnerblitz. Ich habe jetzt Donnerblitz gedrückt, einfach weil ich denke, das killt und weil das 100% trifft. Erster trifft nur zu 95%. Nein. Okay, wir haben die Protect richtig bekommen. Wir können natürlich noch flinchen. Ich meine, es sind 30%, also dass wir einen Flincher bekommen, ist relativ wahrscheinlich in den mehreren Attacken, aber ich glaube, das reicht einfach nicht. Ja, der reicht jetzt auch nicht. Er misst natürlich auch nicht, leider. Okay. Oh, er ist Life Orb. Oh, das ändert Sachen. Das ändert Sachen. Weil dann reicht ein Flinch. Aber er hat natürlich dann auch diese Prio-Attacke, ne? Also wir bräuchten jetzt den Flinch. Er drückt Eissplitter, er drückt jetzt schon Eissplitter, ja, dann kann man natürlich nicht flinchen. Clever, clever. Ja, okay, da habe ich schon gedacht. Ah, okay. Ah, Mist, ey, schade. Das ist einiges schief gegangen. Zuallererst hat, also dass das Amoongus mit dem Pollenknödel nicht das Glimmer besiegt, da habe ich nicht mit gerechnet. Dass ich da natürlich verhöhnt werde, Turn 1. Dass das Tauros an dem Goldengo stirbt, das Goldengo hatte offenbar einiges an Bulk da. Ach, ärgerlich, ey. Schade. Na gut. Da lernen wir draus. Da muss man wirklich ein bisschen aggressiver Terran oder halt eher Terran und dann geht das auch. Klar. So, da ist das nächste Battle gegen Kurisu. Und das ist auch gefährlich. Und zwar ist das Screens mit Mouse Ape. Mouse Ape habt ihr ja in meiner World to Number One Serie ja auch schon gesehen. Kann sehr stark sein und wenn das dann noch hinter einem Reflekt und Reflektor und einem Lightscreen deckt, das ist sehr böse. Das ist mein normaler Lead gegen Mouse Ape. Mit Kopierkraut kopiert man halt die Boosts von Annihilate, die man ihm gibt mit Defiant. Und wenn er keinen Boost hat, dann kann er einfach nicht Bulk abdrücken, weil du nämlich mit Kopierkraut halt auch dann, also der Protzer, die Defense und Attack Boosts quasi mit Klaust. Ja, wir gehen noch Crit High Drag ab. Goldengo muss eigentlich auch mit, einfach wegen dem Sylveon. Wir könnten auch Lovetrol Goldengo leaden. Einfach durchhauen. Angst vor mir aus Gerader auch ziemlich viel, ne? Deswegen die dich, denke ich, Tauros lieber. Dann machen wir noch Azumarill. Warum Azumarill? Warum Azumarill? Weil Terra Ward, Terra Fire sehr beliebt ist auf Annihilate. Also nehme ich jetzt noch Azumarill mit. Das habe ich im Regional anders gemacht, da ist Einlass auch gewesen gegen Screens und Annihilate. Und da habe ich immer Amoongus mitgenommen. Aber da war der Gegner Safety Goggles. Wir haben mit Open Team Shields gespielt, das war auch ein großer Fehler von mir. Sehr guter Lead für uns. Sehr, sehr guter Lead. Das ist ein starker Lead. Ich würde gerne das Meowth Grader doublen, aber dann laufe ich Gefahr, meinen Kilowattful zu verlieren, wenn er das doublet. Das Sash kann ja sehr gut auf dem Meowth Grader sein. Aber ich drücke einfach Irrlicht.
Und Schutzschild. Bin vielleicht sehr zurückhaltend, aber das könnte auch irgendwie Choice sein. Dass der jetzt irgendwie U-Turn drückt oder verhöhnen ist auch gut, sehr gut. Und dass ich jetzt quasi den. Dass er Kehrtwelle drückt und ich jetzt halt den Ulus bekomme. Okay, Wandlungskunst, das ist auf jeden Fall irgendwie beendet. Auch in das Kilowatt rein, sehr guter Protect von uns dann. Und da kommt der Burn raus. Ich hätte es offenbar direkt besiegen können. Aber, das wusste ich halt nicht. Ich hätte ja auch sagen können, dass das jetzt irgendwie Kehrtwende drückt. Auf den Sash springen ist nicht so wichtig irgendwie, weil Mios Creator. Er stirbt halt einfach. Auf den Sash springen ist deswegen nicht so wichtig. Ich hätte Kehrtwende. Und dann hätte ich seine Nylade verbrennen können, wisst ihr? Also. Jetzt, da kommt jetzt quasi so dieses Will-O-Wisp, was ich hier gedrückt habe. Jetzt würde ich natürlich sehr gerne ein Amoongus in the back haben. Kilowattrel brauche ich nicht unbedingt so stark, sage ich mal. Ich würde sagen, wir gehen jetzt hier für Donnerblitz in das Grimstar. Wir wollen Grimstar nicht zu lange auf dem Feld lassen. Kommt der Reflektor raus, das wird natürlich wenig für ihn tun. ich hätte jetzt gerne einen Tailwind gedrückt, aber ich dachte, er drückt vielleicht einfach nochmal Verhöhner, aber ja, so ist auch gut, wir kriegen jetzt hier den ersten Kill. Krachmacher, witzig. Okay. Das ist der Krachmacher. Möchte ich jetzt hier. Ich glaube, das jetzt. Ich glaube, ich drücke jetzt hier Schutzschild und Rückenwind. Ich glaube, er drückt jetzt hier Reflektor und nicht Verhöhner. Ich möchte gucken, ob er hier terrat. Aber was bringt mir das? Nee. Wir schütten Goldengo rein und drücken Rückenwind. Das denke ich besser. Wenn er Protzer drückt, ist ein bisschen doof, weil das hätte ich mit Kopierkraut ja kopiert. Aber ich glaube, das kann ich verkraften. Ja, Terra, perfekt. Weil wir haben ihm auch das Will-O-Wisp, das Irrlicht gezeigt. Ne? Das heißt, er muss jetzt eigentlich Terra. Ist er Terrafeuer? Ja, er ist Terrafeuer. Feuer-Pokémon natürlich immun, gebürnt zu werden. Deswegen ist das auch ein sehr beliebter Type. Und da haben wir jetzt Azumarill, um ihn dann quasi später reinzubaten. Sehr gut, er geht für Lichtschild, sodass wir jetzt hier tatsächlich auch unseren Rückenwind rausbekommen. Und kriegen jetzt hier unsere Windkraft. Was tut er? Er geht tatsächlich für Proxer. Das ist ein bisschen ärgerlich, aber ist auch okay, ehrlich gesagt. Und sagen wir drücken jetzt einfach Juwelenkraft. Wir wollen nicht Terran, weil er soll er soll Rage Fist drücken, also er muss die Zonus Faust drücken gegen Goldengo und nicht irgendwas anderes, weil eben die Zonus Faust ihn nicht heilt. Und dann drücken wir jetzt hier noch was rein. Er geht vielleicht auch für Protect. Der Rückenwind ist sehr, sehr gut von uns. Er geht für Schutzschild. Extrem nice für uns, weil jetzt können wir das Goldengo. Das Goldengo, also, das war schon das. Grimstar nicht rausnehmen. Ärgerlich. Ach Mann. Was ist denn da schon wieder los? Wieder ein Wurm drin heute. Na gut. Jeden Bruch in. Das überleben wir aber locker. Ja. Das ist ja minus 1 auch schon das. Solange das Sehen von nicht in Goldengo geht, denke ich, können wir mit Goldengo weiter angreifen. Wir können natürlich auch switchen und Goldengo später kommen, aber ich glaube, ich möchte einfach weiter angreifen und dann am Ende mit Azumarill durchschlagen, oder? Was hat er in the back vielleicht? Will wir unseren eigenes Goldengo? Sein eigenes Goldengo könnte schon doof werden.
Nee, das ist, denke ich, okay. Ich denke, das ist okay. Die Juwelenkraft. Ah, guter Schaden. Da ist die Zungenfaust. Wir hätten natürlich terran können, aber dann hätte er am nächsten Zug Drain punchen können. Hätte ich nicht gewollt. Es ist schade, dass er auf plus 1 Defense ist. Ah, es ist auch schade, dass ich keine Moves dabei habe. Einige schade Dinge dabei. Aber jetzt gehen wir Tauros. Da kommt sein Goldengo, ja. So. Mal sehen, ob es jetzt Siegeswille ist. Kein Siegeswille. Okay, das ist natürlich auch gut zu wissen. Wir haben noch einen Zug Tailwind, ne? Frage ist, das Goldengo könnte halt sehr gut Choice sein. Also, Leftovers sind schon weg. Zweimal Choice. Hm. Also, ich überlege halt, ob es Protect hat oder nicht. Hat's nicht, komm. Ich hoffe, das killt die beiden. Ich terra jetzt hier, weil die anderen Terras ergeben keinen Sinn mehr einfach. Sodass ich hier jetzt für noch ein bisschen mehr Damage terra. Ich hoffe, das Goldengo drückt hier nicht Schutzschild. Das war sehr ärgerlich. Schade. Ärgerlich. Hm. Hätte auch protecten können mit unserem. Na, ich würde jetzt double protecten können, I guess. Zorn ist Faust gleich, aber diesmal Base 100. Boah, trotzdem, der Schaden ist ja wild. Okay. Rückenwind auf der anderen Seite hat sich gelegt. Ja, ich weiß schon, leider. Aber drei Runden von Reflektor. Ich denke, wir können das trotzdem gut gewinnen. Wenn er jetzt Double Protect bekommt, ist natürlich ärgerlich. Aber dann, selbst dann können wir noch gewinnen. Kein Rückenwind mehr, aber. Ein Double Protect. Ich hoffe, das reicht. Lichtschild Reflektor halt schon stark, ne? Aber es reicht. Okay, sehr gut. Jetzt drückt er halt nochmal Zornesfaust. Base 100 mittlerweile schon. Das besiegt uns hier halt auch. So. Jetzt kommt unser Azumarill ins Spiel. Er hat noch wie viele Runden Reflektor? Es hat auch plus 1 Defense, ne? 2 Runden Reflektor. Ich möchte jetzt eigentlich Tailwind drücken, aber ich möchte auch nicht Tailwind drücken, weil ich ihm damit die stärkere Zornesfaust gebe. Ist das Lichtschild schon weg? Ne, das braucht noch länger. Gut ist, wenn ich jetzt Rückenwind drücke, dann habe ich nächsten Zug, den er das hier nicht besiegt, einen stärkeren Donnerblitz. Und ich glaube, eine Zornesfaust auf 150 killt das Azumarill nicht. Wasserdüse, ich habe Wasserdüse gedrückt. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Die Mistklicks, die Mistklicks. Nein, ich wollte natürlich nicht Wasserdüse drücken. Ach Mist, fuck. Oh Gott, jetzt bin ich nervös. Jetzt. Base 150. Oh Gott. Das Gute ist, jetzt kann er nicht Protect drücken. Beziehungsweise, wenn er jetzt Protect drückt, stall ich den Reflektor aus. Nein, nicht Wasserdüse. Nimm mal nicht den gleichen Fehler, um Gottes Willen.
Donnerblitz, denke ich, reicht dann damit aus. Deswegen muss er jetzt hier Protect drücken, macht er nicht. Zu Recht, weil das ist der letzte Zug Reflektor, aus nächstes Zug wird er eh sterben. Und ja, jetzt ist er besiegt. Oh Gott. Oh Gottes Willen, dann krieg ich Wasserdüse. Gottes Willen. Großer Fehler, wird hier nicht gepunished. Und damit haben wir das Game im Kasten. Ja, also Zornesfaust, ne? Base 150 schon stark, aber die Poko, also die Leute investieren halt nicht in mehr in Bulk und weniger in Attack. Und zwar hier auch nicht der Siegeswille, also dass wir hier das Game mit nach Hause nehmen. Eieiei, ah, das war ein Ticken zu knapp, muss ich sagen. Und einen letzten Kampf für heute gegen Kato gefunden. Und da sehen wir Indeedee Amoroush mit Sylveon, Palafin, Celebence und Garchomp. Da ist Hydreigon sehr, 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 sehr gut. Azumarill ist auch gut. Vielleicht liegen wir sogar die beiden direkt. Machen wir es Hydreigon gut. Einmal gegen Indeedee Amoroush, weil Amoroush kann uns halt nicht hitten. Das ist sehr gut. Und das andere Mal gegen die Dragon-Types, weil wir haben die Schwebe gegen das Erdbeben. Und Terra Steel lässt uns dann quasi alles resisten, was ein Knackrack auf uns werfen kann. Das ist sehr potent. Das letzte ist natürlich, wir könnten auch Amoongus gehen. Und dann wieder mit für Terra Dark spielen. Könnte auch so ein Weakness-Armor-Scheiß sein, ne? Weil es sieht nicht wirklich nach einem Trick-Team aus vom Gegner. Und dann machen wir so. Ich würde gern Kilowattrill bringen gegen die beiden Dragons, aber wir bringen mal Kilowattrill statt Tauros. Ich bin mir nicht ganz sicher mit dem Call, aber Ich habe das Gefühl, auch gegen Palafin ist natürlich Kilowattrill besser. Der Focus Sash ist ganz gut. Ja. Okay, sehen wir Knackrack und Garchomp. Wir können ja Terra Energiefokus. Von Energiefokus können wir nächsten Zug drücken, right? Wir können eigentlich diesen Zug erstmal auf jeden Fall Terra Draco in Salamence drücken und Schutzschild drücken, damit wir nicht einfach rausgenommen werden von dem Dual Ringbeat. Das Einzige, was uns natürlich eklig und gefährlich werden kann, ist, wenn der Gegner irgendwie special ist mit Heatwave. Oder wenn der Gegner uns jetzt hier Rockslide flincht. Oder wenn wir Draco Meteor missen. Also wir haben schon einige Sachen, die hier schief gehen können. Wir sehen auf Gegnerseite erstmal kein Terra. Schutzschild kommt hier raus. Alles dann ganz friedlich bislang. Vielleicht drückt der Gegner auch einfach Dragonclaw. Da ist der Doppelflügel, den haben wir ja gut geschutzschildet. Und wir sind schneller als das Garchomp, sehr wichtig, sehr gut. Perfekt, nehmen hier direkt das Utgodalanda raus. Und das bringt uns schon in eine sehr gute Position. Das wäre ein Open Team Sheet natürlich nicht so einfach gewesen. Also Drachenklaue. Oh, er hat gedoubled. Funny. Das wäre ein Open Team Sheet jetzt natürlich nicht so einfach gewesen, weil da würde der Gegner natürlich sehen, okay, wir sind Terra Steel. Und sieht dann hier quasi direkt, okay, ich muss jetzt meinen Utgodalanda Terran oder ich sollte vielleicht nicht zwei Dragons leaden. Sowas halt. Da kommt jetzt Amoroush raus, ja. Dafür haben wir natürlich Azumarill. Könnte natürlich auch Safety Goggles sein, ne? Aber ich meine, wir müssen ja nichts riskieren. Wir wissen, wir sind schneller als das Gegner Garchomp. Kann natürlich auch hiermit jetzt Schutzschild drücken, das bringt mir es aber. Ich glaube, ich gehe hier Azumarill. Und einfach Pilzspore in das Knackrack.
Wenn der Mungus jetzt down geht, bin ich fein mit. Finde ich nicht so schlimm. Also ging glaube ich aus der Mungus drauf. Weil was ich jetzt machen kann ist, ich kann halt jetzt mein Kilowattschuh reinbringen. Und dann sieht es schon da eigentlich ganz gut aus. Ich kann auch meinen High Dragon reinbringen eigentlich. Ich bringe halt Dragon rein. Ich meine, ich bin hier 87 Speed. Kommt drauf an, was das für ein Dings ist. Kann Kilowattbull reinbringen, aber das mit dem Rock Slide. Und er könnte irgendwie seinen Dings Terran und Trick Room drücken. Überdenke ich das gerade, ist die Frage. High Dragon würde auch funktionieren, wenn ich jetzt Schutzschild mit High Dragon drücke und so. Ich bring lieber High Dragon rein. Es ist doof, aber muss ich sagen. Aber er ist minus 1, deswegen kann ich hier jetzt Aqua-Durchstoß reindrücken und Schutzschild. Wir sind schneller als das Garchomp, ne? Das haben wir gesehen. Aber ich möchte jetzt hier beim Gegner quasi irgendwie den Terraforcen irgendwie. Ich fühle mich nicht sicher mit Kilowattul. Wenn ich Kilowattul reinbringe und dann Rückenwind drücke, outspeed ich ja alles mit Azumarill. Klar, kann ich dann einfach das Gegner Amarouche rausnehmen, aber wenn er irgendwie Terra Grass ist, was ich jetzt nicht readen möchte, und Trick Room drückt, dann habe ich ein großes Problem. Weil dann fällt es mir schwer, gegen das Garchomp und sowas anzukommen. Wir drücken hier Schutzschild. Keine Terras auf der Gegnerseite. Gegner geht für Erdbeben. Gegner. Gegner? Gegner, hallo? Hallo? Ist ja der Tag des Mystics, oder? Hat er das einmal kurz vergessen, oder? Weil das war ja brutal. Also, seinem Pokémon gegenüber. Okay. Und als letztes haben wir noch Indeedee, okay. Okay, okay. Also Erdbeben, Busstampfer, Drachenklauer. Dann ist vielleicht noch das letzte noch Rock Slide. Wir drücken ja nochmal Aqua-Durchstoß in das Indeedee. Finster-Aura in das Indeedee. Oder Energiefokus. Ich kann auch Energiefokus drücken. Aber Crit Finster-Aura besiegt das Indeedee nicht. Aber zwei Finster-Aura besiegen das Gegner Indeedee. Ja, ich denke, das ist gut. Kampf wurde aufgegeben. Ja, das mit dem Erdbeben, das muss er mir erklären, der Gegner. Damit hat das uns ein bisschen leicht gemacht. Aber gut, leider eine Niederlage geholt. Mein Rekord bislang mit einem Team ist ja 8-1. Ich dachte, vielleicht kann ich es mit meinem eigenen Team auf 9-0 bringen. War dann doch ein bisschen zu optimistisch. Also Gegner hat das eine gut gespielt. Ich habe mich nicht getraut, Turn 1 zu Terra Darken. Aber gut, dann ist es so. Und ja, wie immer, wenn es euch gefallen hat, lasst bitte ein Like da, lasst ein Comment, lasst ein Abo da. Es freut mich einfach riesig, dass wirklich so viele Leute zuschauen. Und ja, es geht dann weiter in der nächsten Folge mit der letzten Episode von Series 1, mit der letzten Episode von diesem Team. Und danach spielen wir Series 2 und Series 2 Teams. Also freut euch drauf und wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Ciao, ciao.